Mein Name ist Leila Imrit. Ich bin die Bürgermeisterin, die Co-Bürgermeisterin von Stadt Cizre. Bin seit 2 Jahren hier in Deutschland im Exil. Bin zurzeit für die HDP Deutschlandvertretung als Co-Vorsitzende politisch aktiv. Nachdem die Städte zerstört worden sind, wurde ja nicht zugelassen, dass die Menschen sich selbst aufbauen, sondern es wurde dann Türkis aufgebaut. Und bisher wurde das aber noch nicht an den Menschen übergeben. Und deshalb sind die eigentlich immer noch bei Verwandten oder in den Dörfern oder auch im Zelten noch sozusagen unterdacht. Probleme vertiefen sich eigentlich Tag für Tag immer mehr, weil die politische Situation sich demokratisch oder positiv sich nicht entwickelt in der Türkei. Da sind die natürlich in den Regionen sehr stark davon betroffen durch diese Kriegspolitik. Die Häuser der Hoffnung ist sehr, sehr wichtig, weil die Menschen ja eigentlich noch immer noch obdachlos sind. Das heißt, die haben kein Haus mehr, weil es alles zerstört worden sind. Und deshalb müsste man auch dieses Projekt sehr stark unterstützen, um den Menschen da auch zu helfen.